Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Crystal Plus 100%. Ja, Leute, ich will euch das zeigen. Ich bin schon wieder in Ducatia City, ihr wundert euch. Wundert euch nicht, Bilds PC. Ja, ich war bei der Pension und hab da mal ein Ditto abgegeben. Da habe ich erstmal ein Eigeschenk gekriegt. Und mit dem Ditto, ich war auch noch bei, Dingsy, wie heißt er aber, Bill, und hab mir das Evoli abgeholt. Und dann habe ich mit dem Evoli und Ditto mal eben 5 Eier produziert. Wie das passiert ist. Ja, ich könnte euch jetzt was von Bienchen und Blümchen erklären, aber ich denke mal, ihr werdet alle schon wissen, woher die Eier kommen. Ja, witzig. 5 Eier. Daraus werden wir uns später dann die ganze Evoli-Reihe machen. Ich habe auch hier auf Box 14 alle Pokémon reingesetzt, die mit Steinen entwickelt werden. Und ja. Bla. Nein, 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 geh mich auf den Sack. Weg. So. Wir wollen in diesem Part... Oh, scheiße, die Maus ist im Bild. Ohne viel Speed eigentlich. Ich will mal eben in den Untergrund... Oh mein Gott. In den Untergrund, weil ich was gucken will. Keiner da. Hier ist der Münzkorb. Ja, wir können jetzt hier die Trainer noch besiegen. Das mache ich lieber offscreen. Ja, wir düsen mal eben in Hyperspeed wieder in die andere Stadt. Wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren. Ah, wir haben auch noch das Fahrrad. Das geht noch schneller dann. Whee! Ja, Fahrrad fahren und dabei gleichzeitig 2 Pokémon in der Pension haben. Und dann die ganze Zeit hin und her düsen. Wie... Verdammt. Verdammt. Ein Voltilam. Das haben wir noch gar nicht. Super. Geil. Pack. Ey, so kann der Part gerne beginnen. Mit einem Voltilam zu Anfang an. Ach, wir können auch eben gucken, was man da noch fangen kann. Ich meine, es ist ja früher morgen. Jawoll! Voltilam. Wurde gefangen. Super. Das freut mich, ja. Ah ja, und ich habe Glutexo auch trainiert. Das ist jetzt auch wie die anderen auf Level 30. So, was kann man hier noch fangen? Was haben wir ja. Ja, das haben wir schon. Ich mache nicht lange. Ich will nicht lange gucken, Leute. Im letzten Part habe ich schon so viel Zeit vertrödelt. Nur für Pokémon fangen. Vulcano kennen wir schon. Was gibt's hier noch? Abra haben wir schon. Vulcano, nein. So, 2 noch. Voltilam und das letzte ist Voltilam. Ja, uninteressant. Jetzt können wir mal hier in den komischen Park gehen und gucken, ob wir da noch irgendwas Gutes finden können. Hui! Na siehste, das ist doch gut. Bubble! Blub, blub, blub. Ja, wenn man die ganze... speedet, dann wirkt das schon sehr langsam. So, und jetzt werfen wir ein Pokéball. Das ist wieder ein Pokémon, das sich nur mit einem Stein entwickelt. Sonnkern heißt das, ne? Ja, Sonnkern. Haben wir eigentlich schon in einer anderen Stadt jetzt geguckt, was es da Neues gibt im Pokémarkt? Shin hat da ja was eingefügt, bestimmt. Und da gucken wir doch mal, was er da eingefügt hat. So, was haben wir noch? Nee. So, das machen wir jetzt ein bisschen schneller, sonst verbrauchen wir echt wieder zu viel Zeit. Nidoran weiblich. Weiblich. So. Nidoran männlich haben wir, glaube ich, schon, ne? Oder? Haben wir schon Nidoran männlich? Nidoran weiblich? Boah, so viele Pokés, die ich noch nicht gefangen habe, ne? Taubsi haben wir schon. So, noch 5 Pokés. 1. 2. 3. Weiter. 4. Und Ponyo. 5. Nee, 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 das war's. So, jetzt schnell in die andere Stadt. Wir verbrauchen schon wieder viel zu viel Zeit, ne? Können wir hier noch was Schönes fangen? Hey, Bisasam, du, dich kenne ich doch. Ah, nein, ich will jetzt hier nichts mehr fangen. Das hat sich erledigt. So. Wir wollen nämlich die Arena in diesem... Oh mein Gott. Die Arena in diesem Part machen. Und das können wir nur, wenn wir jetzt durchkommen. So. Aber zunächst einmal schauen wir, was es hier Neues zu kaufen gibt. Wenn es denn was Neues zu kaufen gibt. Bei 9000 haben wir. Dafür können wir wieder neue Bälle kaufen.
Beleber, ja, hier hat er nichts eingefügt, nichts Neues. Dann kaufen wir uns noch ein paar Bällchen, würde ich sagen, ne? Brauchen wir am meisten. Great Ball S? Was ist das denn? Ach, egal. Ah. So. Und los geht's. Ich habe gerade ein SMS gekriegt. Verdammt, wer will denn jetzt was von mir? So, sorry, Baju. Ach, shit, habe ich ganz vergessen. Ich darf noch gar nicht in die Arena. Zunächst einmal kommt nämlich der Rivalenkampf. Verdammt, habe ich ganz vergessen, dass der zuerst kommt. So, dann wollen wir das nochmal eben machen. Kein Problem. Hier, jetzt treffen wir die beiden Idioten. Bla 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 bla. Tut mir leid, Leute. Ich bin schon wieder ein bisschen abgelenkt. Lass mich immer... ein Pokémon und das ist ein Zubat. Kennen wir schon. Tschüss. Zertrümmerer muss ich auch noch holen eigentlich. Yay, Tauren fordert uns heraus. It's you, I'll come looking for freedom. Bla, bla, bla. Ich bin gespannt, was er hat. Und vor allem, ob unsere Wahl gut war, ihn vorne zu haben. Onyx, wir sind gut dran mit unserem... Fuck, gut, dass ich alle Level 30 gebracht habe, ohne Scheiß. Watergun, los! Aquaknarre! Tja, du Rivale, du Tauren, du. Ich habe mich darauf vorbereitet, dich wieder zu treffen. Nein, ich habe mein Team ein bisschen umgebastelt. Was hast du gemacht, Fluffy? Nein, ich habe B gedrückt. Fuku-u. Wir wechseln das Poké eben schnell aus. Und zwar setzen wir... Ach, die beiden sind ja nur Opfer. Ja, Marip setzen wir mal eben ein. Thunderbolt? Warum kann das wie Donnerblitz? Was ist das denn? Are you serious? Fucking und so? Nein, ich will den Sprung nicht benutzen. Was setzen wir ein? Bisaknosp. Du bist dran, Bisaknosp. Komm. Cheate. Sleepuder. Yay, und wir treffen. Das ist gut. So. Ist fast asleep. Leech Seed. Das ist Seed. Das ist unser Gebiet. Aber besser finde ich noch, ich verbrenne mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlage meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast, brat mir ein Prachtsteak. Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peterfox 1.1, ja, ja, ja. Ich weiß schon. Denk, Goku, halt die Schnauze! So, was haben wir da Schönes? Level 31 für unser Protect. Warum sollte ich das meinem Pokémon beibringen? Ich finde, das ist die beschissenste Attacke, die es gibt. So, jetzt haben wir Croconaw. Croconaw, setzen wir Golbat gegen ein. Warum? Weil ich es kann, Leute. Nein, Golbat soll auch ein bisschen kämpfen. Oh, shit, ist das ein heftiges Level. Shit, ich... Ach, Eiszahn gibt's ja noch gar nicht. Ich bin jetzt gerade in einer anderen Generation gewesen. Eiszahn gab's, glaube ich, erst ab der vierten? Ja, ich habe das in Bloody Platin nämlich mal gesehen. Ich habe mir so ein Let's Play mal angeguckt, aber trotzdem ist die... Ja, genau, wir haben Wing Attack gelernt, fällt mir gerade ein. Trotzdem ist die vierte Generation für mich total blind, wenn ich die irgendwann mal zocken soll. Tö? Ey, bist du doof oder was? Hier, nimm einen Confuse Stray. So. Oh, stirb nicht. Oh mein Gott. So. Oh. Eva sauer. Ich war sauer. Witzig.
So, Razor Leaf. Schlag dich selbst. Jawohl, stirb. Ach, er hört nicht ganz. Er ist aber noch... Oh, willst du mich wirklich verarschen? Warum ging das jetzt daneben? So, jetzt aber. Dieser Knopf. Gib dem blöden Vieh eine, aber richtig. So. Lavita. Lavita? Nice. Nicht schlecht. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also Olive. So, tot. Game over. Tauren wurde mal wieder besiegt. Du Kacknoob, du hattest gar keine Chance gegen mich. Oh, whatever, I would never be a legendary und schieß mich tot, bla. Oh mein Gott, ich bin abgestürzt. Ja, und jetzt krieg ich die Schuld dafür, dass ich ins Loch gefallen bin. Das ist so ein blöder Penner. Oh yeah, er ist umkreist uns. Er schreit uns an. Es haut ab. Blödes Vieh, verpiss dich. Oh, was wird das denn? Smogon, das haben wir auch noch nicht. Oh mein Gott, Zettel wird gleich hergerissen. So, geben wir dir einen Blubbel. Das müsstest du überleben, meine Attacke ist nämlich nicht so stark. Jawohl. Pack. Pokéball, los! Blub. Matsch! Bleib drin. Eins, zwei, drei, drin. Super! Smogon wurde gefangen. Yay! Ich sehe schon, komm, ich muss nachher bestimmt alles weiterentwickeln. Bestimmt gibt es hier nicht alle Pokémon wild zu fangen, sondern man muss sie entwickeln. Wird sich ja zeigen, ich bin gespannt drauf und ja, was soll ich noch sagen, außer, ja, ja, ist halt doch. Ja, wir haben leider nur den Rivalenkampf jetzt geschafft, so wirklich. Ein paar Minütchen haben wir noch, aber ich will nicht auf 20 Minuten immer gehen. Das ist immer so viel, so endlos viel Zeit und das kostet immer so viel Zeit auch beim Rendern und bla und blub. So, gehen wir runter. Ja, kommen wir schnell, so. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt den Part. Ich... Nee, wir sind gerade mal bei 10 Minuten. Das wäre dämlich, den jetzt zu beenden. Gut, dann wechseln wir jetzt das Pokémon aus. Aber wir wollen als nächstes Golbat kämpfen lassen. Weil ich so schnell wie möglich möchte, dass er sich entwickelt und keine Lust mehr drauf habe, dass er nur ein Golbat ist. Los geht's! Vielleicht schaffen wir die Trainer noch in diesem Part. Ghastly. 21, das ist nice, aber nicht stark genug für mich. Noch eins. Biss. Tschüss. Und noch eins. Und Piss. Tschüss. Yay, Level 31er erreicht. Erreicht. Biss. Oh mein Gott. Seht ihr? Wenn ich nicht speeden würde, dann wäre das super lame und wir würden voll lange brauchen für so einen langweiligen Scheiß. Yeah! Oh mein Gott! X-Bats. Super! Jetzt brauche ich mir um ihn keine Sorgen mehr machen. Congratulations, your Golbat evolved into Growbat. Crowbat. Super! Das ist nice, das ist super! Finde ich gut! So. Ein paar Minütchen haben wir noch, dann versuchen wir mit Speed die Trainer hier platt... Oh, Alpolo. Ember. Fuck! Ember! Tot. Tschüss! Noch eins! Ember! Ja, Horrorblick bringt dir da auch nichts, du bist tot. Siehst du wohl. Hui! Weiter geht's mit Speed! Ich will nicht so viel speeden, aber es ist einfach immer so verlockend, wisst ihr?
Ember. Fluch, das war ein Fehler, du bist tot. Ha! Noob! Cat Noob. So, wer kommt jetzt dran? Ivasaur. Ich bin gespannt auf den Arena-Leiter, wie der so sein wird. Wisst ihr was, den schaffen wir dann sogar noch in diesem Part, dadurch, dass ich die Trainer jetzt so gespeedet habe. Das ist gut. Tot. Ach, du bist so dämlich. Wie kann man so blöd sein? Echt ohne Scheiß. Razorleaf! Oder geben wir vorher noch unser Geld aus, bevor das irgendwie nach hinten losgeht? Stirb. Fuck! Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal heilen gehen. Nein! Oh, Scratch einsetzt. Du bist so behindert. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Stirb. Noch ein Ghastly. Ja, 5 Minuten haben wir noch. Da schaffen wir den Arena-Leiter bestimmt auch noch. So, geschafft. Hui! Heilen, heilen, heilen. Und dann Geld ausgeben und dann schnell wieder in die Arena. Weil, wenn ich an den ersten Arena-Leiter denke, habe ich echt Panik, gegen den hier anzutreten. So, kaufen wir gleich wieder... Nein, nicht nur einen, ich will mehrere kaufen. So. Hui, 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 hui. Lauf! So, los geht's. Good of you, bla bla bla, Erotak. Aha. Krebotag. Krebotag. Los geht's. Komm schon. Dich krieg ich doch locker down. Ghastly. Ghastly, Ghastly, Ghastly. So, da sind wir eigentlich ziemlich gut. Wir machen jetzt mal Sleep Puder. Yay, und wir treffen sogar direkt. Das ist noch besser. Ich bin gespannt, was der Arena-Leiter alles drauf hat. Leech Seed. Dann bepflanzen wir das Vieh erstmal. Ja, das ist die übliche Strategie mit Bisa-Knosp bei mir. Erstmal so ein bisschen ärgern. Und vor allem machen wir guten Schaden mit Egelsamen. Die meisten werden denken, oh Mann, das ist voll wenig, was du abziehst. Ja, das mögen die meisten denken. Ist aber nicht so. Guck mal. Guckt euch das an. Jetzt saugt mein Egelsamen nochmal ein bisschen an dem Vieh rum. Dann machen wir Rasierblatt und dann ist das tot. Ansonsten hätten wir noch mehr Angriffe gebraucht. Dementsprechend war das gut. Und tot. So, was kommt jetzt? Haunter. Haunter, Haunter. Kein Problem, wir bleiben drin. So, Level 28. Sleep... Oh Gott, daneben. Yay! Leech Seed. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das viel schneller ist. Das heißt, es könnte nochmal gefährlich werden für mich. Ja, super. Wir haben in diesem Part echt viel erreicht. Wir haben den Rivalenkampf gemacht, wir haben den Arena-Leiter besiegt, wir haben insgesamt 2, 4, 5 neue Pokémon. Shit. Woke up. What the? Are you fucking serious? Was ist das denn? Warum kann das hier Explosion? Grobat, du bist dran. Oh mein Gott. Da jagt sich das Vieh selbst in die Luft. Traunfugil, das ist neu. Das hatte er sonst nicht. Machen wir erstmal Confus Ray, bevor das Vieh auch noch denkt, dass es sich in die Luft jagen kann. Obwohl, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das war nur das Alpollo. Hoffe ich zumindest. Ansonsten hext das Vieh mal eben gleich mein ganzes Team. So, bis zum Morgengrauen. Nimm das. Na, hat nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Aber schön ist, wir haben ein ziemlich gutes Level im Gegensatz zu dem Vieh. Und so viel stärker als normal ist dieser Arena-Leiter irgendwie gar nicht. Gengar, jetzt bin ich gespannt. Welches Level hat sein Haupt-Pokémon? Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Was wird dieses Pokémon gegen mich ausrichten können? Ich hoffe mal nix. Jetzt jagt es sich in die Luft.
Gengar ist verdammt stark. Bis zum Morgengrauen. Ja, warum bin ich jetzt eigentlich gerade so still? Tut mir leid, Leute, ich weiß auch nicht. Ich bin gerade so geflasht irgendwie. Flinched, du bist tot. Das war der Arenaleiter. Super, nicht mal 5 Minuten gedauert. Und wir haben Level 32 mit Grobot. Shit. Und Level 31, nice. Obwohl er hatte 5 verschiedene Puppen. Ne, 4 verschiedene, ne? Alpollo, Nebulak, Traunfugil und Gengar. Ja, alles verschiedene und keine doppelten. So, jetzt können wir Surfer mal einsetzen. Das ist Knut. Und wir kriegen Spukball. Auch gut. Können wir im Moment nicht gebrauchen, aber passt schon. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet selbstverständlich wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Kristall Plus 100%. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku.